Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Mass Effect Livestream Gameplay heute mal wieder. Wir spielen heute die Legendary Edition. Das heißt, wir werden alle drei Teile spielen. Wir werden mit einem weiblichen Charakter beginnen. Wir spielen mit der Jane. Wir werden den Charakter soweit Standard lassen. Weiblicher Soldat. Man kann auch den John spielen. Ich möchte allerdings die Jane spielen. Wir lassen den Namen ebenfalls. Warte mal, war das jetzt schneller? Nein, wir möchten das selber einstellen. Ich hoffe, dass der Sound laut genug ist. Falls jemand das Spiel noch nicht kennt, also es gibt da so ein paar Sachen als Vorgeschichte, die wir jetzt gleich ausfüllen können. Dann gibt es noch die Handlungen oder Sachen, die wir jetzt im Laufe des Spiels tun werden. Werden uns in Mass Effect 2 und 3 natürlich dann auch nochmal vorgehalten oder erwähnt. Oder es wird erwähnt. Wir haben drei Möglichkeiten. Wir könnten ein Raumfahrer sein, das heißt, unsere Eltern leben dann noch. Wir sind quasi in den Fußstapfen unserer Eltern getreten. Dann gibt es den Kolonist, da sind unsere Eltern und Freunde von Sklavenjägern getötet worden. Und ein paar Jahre später verpflichten sie sich selbst als Allianz, also zum Allianzmilitär. Und dann gibt es noch von der Erde als Weise. Das heißt, wir sind dann quasi auf der Straße groß geworden. Wir kennen quasi das Kleinkriminalität und Gangs und sowas. Und das kennen wir halt alles. Mit 18 haben wir uns dann beim Militär gemeldet. Das wäre so, ja, so die bösartige Variation, habe ich das immer genannt. Sklavenhändler ist so jemand, der sich quasi immer rächen will an alles und jeden töten will. Wäre auch so diese böse Variation. Und Raumfahrer. Ein Raumfahrer wäre jetzt quasi das für mich, wo ich sage, okay, für die Spielweise, die ich spielen möchte, nehmen wir den Raumfahrer. Das ist so ein bisschen die bessere Variante. Psychologisches Profil bestätigen. So, dann haben wir nochmal einziger Überlebender. Das ist quasi etwas, wo wir auf eine sehr schlimme Mission gewesen sind und wir die einzigsten sind, die überlebt haben. Niemand weiß, wie wir haben körperlich sowie seelische Qualen erlitten und die meisten Menschen wären dran zerbrochen. Nur wir haben es überlebt und das sind auch nochmal so Sachen, wo man auch nochmal drauf angesprochen wird. Kriegsheld zum Beispiel, zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel und da ist gerade die Tür oben zugeknallt. Ich habe Fenster nämlich gerade offen. Um ihre Kameraden zu retten, sehen sie den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und Heldenmut brachte ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Das heißt quasi, klar, wir sind in die Fußstapfen unserer Eltern eingetreten. Wir haben dann direkt hier mal die Heldin gespielt, ne? Und das Skrupellos ist quasi jemand, der sich immer an die Regeln hält. Immer. Es gibt nur eine Option. Das heißt, diese Mission erfüllen, egal wie und was man machen muss. Hauptsache, die Mission wird erfüllt. Skrupellos ist so ein Charakter, den man halt, der auf einen sehr, sehr bösen Charakter passt. Das wäre zum Beispiel auch, dass man als Weise aufgewachsen ist und dann als Skrupelloser dann weiterspielt. Wir wollen den Kriegsheld. Dann haben wir den Soldaten, den Techniker, den Experten, den Infiltrator, den Wächter und den Frontkämpfer. Ich habe schon alle gespielt. Und ich muss sagen, dass der Soldat der einfachste ist. Ich muss gleich mal kurz hoch die Fenster zumachen. Ich würde in dem Fall eine Scharfschützin spielen wollen. Ja, das heißt, wir spielen hier mit Scharfschützengewehren. Ich würde sagen, wir machen das direkt. Ansonsten würde ich jetzt doch mit dem Bonustalent. Ich würde sagen Sturmgewehr. Das können wir nochmal ändern. Die Erscheinung, ihr seht dann, dass wir hier da Gesichtsvorschläge haben. Und ich muss sagen, dass die auch wie in Mass Effect Andromeda die ganze Katastrophe sind. Also ich habe mir meinen Charakter damals selber erstellt und habe dann gesagt, okay, nee, komm. Gesichtsidentifikation bestätigen. Ich spiele im Let's Play Durchlauf. Also quasi wie im Stream spielen wir quasi das Standardgesicht. So, Sturmgewehr. Ja, wir bestätigen das einmal. Kampfschwierigkeitsgrad spielen wir auf normal. Wir spielen automatischer Stufenaufstieg, machen wir aus. Stufenskalierung ist legendärer Modus. Squad-Fähigkeitsnutzung, die sollen das ruhig alles selber machen. Untertitel lassen wir an, Tutorial aktivieren. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal an. Und dann gucken wir mal, was jetzt so Schönes kommt. Ich hoffe, dass der Sound laut genug ist. Was wissen wir über Shepard? Sie ist eine Raumfahrerin. Hat die meiste Zeit ihres Lebens auf Sternenkreuzern verbracht. Fast die ganze Familie war beim Militär. Beide ihre Eltern waren bei der Flotte. Sie hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Sie hat die Bodentruppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf.
Ihr allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Ihr Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Gut, dann speichere ich mal kurz direkt, machen wir kurz die Fenster zu und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da sind wir direkt wieder. So, wir können mal mit Joker sprechen. Oh, ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Ja, jetzt habe ich erstmal die Waffe gezogen. Super, kann ich auch mit Kite ansprechen. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Wen haben wir hier noch so? Ja, der Captain kann ruhig 5 Minuten warten. Aber ich habe eine Waffe in der Hand. Ich kann tippen, ohne hinzukommen. Ja, das ist die Norme, die SR1. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando?
Und die Anwesenheit von Nihilus ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Nihilus ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Ma'am. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Irgendetwas geht doch hier vor. Sie trauen Nihilus nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Nihilus dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Nihilus muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Nihilus scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Übrigens immer sehr viel Text, gerade im ersten Teil wird sehr viel gequatscht. Und, Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Nihilus uns nicht sagen will. Was ist das für eine irre Theorie? Der Captain hat hier das Kommando. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Jeder, der WoW gespielt hat, weiß, dass Jenkins nachher sterben wird. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Was können Sie mir über Nihilus erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Nihilus selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hörte, dass Nihilus einmal ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Ich kann es kaum glauben. Ich bin auf einer Mission mit einem echten Spectre. Machen Sie einfach Ihren Job, befolgen Sie meine Befehle und wir bekommen keine Probleme. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon beim skylianischen Angriff beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Bei dieser Mission geht es nicht um persönliche Ziele, Corporal. Wir haben einen Job zu erledigen. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Ma'am. Ich werde es nicht vermasseln. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Das ist das nämlich, was ich gerade zu Beginn des Intros gesagt habe. Man wird auf die Sachen, die man tut, angesprochen. Das heißt, wenn wir jetzt skrupellos wären und auf der Erde aufgewachsen wären, dann hätte man das drauf direkt gerade im Intro angesprochen. Also wenn es selber noch nicht gespielt hat, probiert mal alle drei Variationen aus und guckt, was passiert. Und im Laufe des Spiels geht es nämlich so weit, man wird immer auf seine Sachen angesprochen, die man auswählt.
Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen, Captain. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihlus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig hier rumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Sie haben eine ganze Angriffswelle während des Skylianischen Angriffs aufgehalten. Sie haben nicht nur Courage, sondern auch ihre Fähigkeiten bewiesen. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihlus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt, aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit.
Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als weltbekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Ich lege mein Leben nicht gerne in die Hände eines Turianers, Sir. Niles ist auf unserer Seite. Er will Sie zum Spectre befördern. Und er will diesen Sender finden. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Welches Schiff? Das Schiff ist doch schon wieder weg, du Nase. So, ich mach mal kurz einen Folgencut, weil ich in OBS mal irgendwas umstellen muss. Oder auch nicht. Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ja, kommen wir gleich zu.